Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckprost Sascha mit einem DDD-Deck. Nach TCG-Maßstäben. Aha. Das war der Feldzauber, den wir nicht so toll abgestempelt hatten, ne? Aber zwischen festgestellt, der ist eigentlich doch relativ stabil. Ja, aber nicht für dieses klassische Geistertrick-Taktik. Der hat eine andere Idee, dieser Feldzauber. Ich habe zwischen festgestellt, einmal macht er sich ganz gut. Dann aktivierst du ihn, dann greift der Gegner dich vielleicht zweimal an, entweder greift er dich dann nicht mehr an oder er gibt dir Passwörter. Oder er schießt ihn, aber geschossen werden kann die Menschen auch. Und du kannst ja halt mit der Parade als allererstes die Menschen suchen, damit du es sofort wieder ersetzen kannst. Egal, wir machen das. Wir können den Thomas abwerfen, das kann der in der Zone immer eigentlich. Was ziemlich gut ist, das heißt, wir schmeißen den Gamesiel ab. Ja. Den braucht hier kein Mensch. Gegen Ghost wahrscheinlich wirklich nicht. Jetzt können wir Sachen machen. Mhm. Okay, schauen wir mal. Wollen wir den Thomas loswerden, ist hier die Frage. Nee, also wir aktivieren den Vertrag. Und suchen. Und suchen, glaube ich, an Kepler. Oder suchen wir an Kepler? Und Wirbelschleim. Ach Gott, das ganze Deck funktioniert ja jetzt anders. Nee, wir suchen wir suchen einen Kepler. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Dann machen wir die Allure. Immer zu, was wir nachziehen. Okay, dann schießen wir mal ein Thomas. Nee, wir schießen, glaube ich, den Neck. Nee, wir schießen doch den Thomas weg. Ja. Okay, dann normeln wir den Kepler und suchen mal was. Jawohl. Ja, wir würden gerne einen anderen Vertrag raussuchen. Der Sumpfkönig, oder? Ja, ja. Dann können wir den Sumpfkönig aktivieren. So, und jetzt muss ich nochmal kurz Thomas Scale-Effekt durchlesen, wie genau der funktioniert hat. Oh. Ach genau, das war der Scale-Effekt, okay. Ganz gut und einfach. Dann können wir jetzt mit der Fusion... nee, halt noch nicht Fusion. Wir können erstmal ein Baubisto aktivieren. Warum haben wir das raus, ne? Ja, und einen Necroslime suchen. Dann können wir die Fusion aktivieren. Und ein Gefnis bauen. Ein was? Ein Genghis. So. Ja, mit zwei Necroslimes. So, dann können wir Necroslime vom Friedhof aktivieren. Such Auswahl, Match Wow. Na komm, aktivierst deine Warnung. Ne Quatsch, Warnung wäre schon gekommen. Warte mal das? Maybe? Oder eine Ghost-Trick-Falle. Dann konnte man nochmal Floodgate aktivieren. Jetzt zum Beispiel. Oder Nageldecke. Was ein Arsch. Das
war jetzt etwas ungünstig. Okay, dann setzen wir mal den Vertrag und go. Nageldecke, ich glaub, sagt. War zu ungünstig. Muss zugeben, mit der hatte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, wir können im nächsten Zug den Dingens ja noch wieder auf die Hand nehmen. Nee, das... Der sucht doch nur. Ah, der hier meine ich. Ja, aber du machst jetzt keinen Maxi, weil der sucht ja nur. Stimmt, das war ja gar nicht der Spezialbeschwörungseffekt. Nevermind. Ich glaube, dass wir mit dem Thomas die Kerbler zurücknehmen können. Weil wir sowieso noch die Verträge haben. Ja. Jetzt können wir mal. Oder sich ja ein Alucard bastelt. Mhm. Ja gut, wenn er Alucard bastelt, decke ich den Vertrag einfach auf, dann macht Alucard nichts mehr. Immer verhindern wir jetzt damit, dass er sich einen Spoiled Angel baut. Richtig. Jupp, einfach wieder zudecken. Und für Mighty 600 rein. Wir kriegen übrigens keinen Schaden. Warte mal kurz. Überhaupt keinen Schaden. Stimmt, das heißt, der ganze Schaden von Wo bist du und den Verträgen ist auch nichtig. Richtig. Was glaubst du, warum ich gesagt habe, warum mir Wo bist du scheißegal war? Weil du forderst, den Orleans zu holen. Gut. Das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn er mal liegen geblieben wäre. Das ist okay. Ja, wir kriegen mal keinen Schaden. Okay. Und da das Ding nur bei direkten Angriffen zieht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt wir müssen auch mal einen Ragnarök in den Friedhof kriegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Jetzt können wir uns tatsächlich einen Ragnarok holen, ja. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ging das jetzt mit Ragnarok? Ragnarok Pen. Scale-Effekt mal bitte. Moment. Ja, wie das funktioniert, ist mir schon klar. Hier ist der Pendeleffekt. Den wolltest du haben. Okay. Dann. Thomas? Nee. Dann machen wir jetzt mal. Was haben wir alles im Grave? Alles Mögliche. Dank dem dämlichen Nageldecke gerade eben. Okay. Dann, legen wir jetzt den Ragnarok in die Scale. Machen darauf natürlich nichts. Aktivieren dann den Contract. Den hier. Oder den hier. Ja. Den Vertrag, den wir aktivieren können. Sumpfkönig. Ja, Sumpfkönig. Den können wir auch aktivieren. Okay, aber ich meinte Sumpfkönig. Und bauen mal die nächste. Gucken wir nochmal. Er braucht zwei DDD-Monster. Nein, wir bauen die nächste Orléans. Mit dem Thomas von der Hand. Und dem. Der Orleon Friedhof. Gefnis vom Friedhof. Jinx vom Friedhof. So, dann Effekt Ragnarok. Wir kriegen bitte die andere Orleon wieder. Was haben wir hier? Oh, Wasser. Birne. Ja gut, wir können den hier auf einmal einfach angreifen, weil darauf zieht der Feldzauber nicht. Nee, er darf sich jedes Mal versuchen, wenn wir einen Angriff deklarieren. Einen direkten Angriff deklarieren. Ah ja, dann latschen wir mal über seinen Vergeht-Amok drüber. Für halben Schaden. Nö. Doch. Ah ja, stimmt.
Wir haben unseren Kampfschaden aktiv halbiert. Richtig. Na gut, und go. Und das Ersetzen bringt eh nichts, weil ich keine Karte auf der Hand habe. Effektiv haben wir nichts. Aber das weiß der ja nicht. Ja, was suchen ist immer noch okay. Jack Frost. So ein Debunk. Das ist ein Skelett. Was will der jetzt mit dem Skelett? In dem Zug noch nichts, hoffe ich. Voll okay. Was genau sagt der Vertrag nochmal, dass er der dir verdeckt liegt? Er sagt, dass wir eine DDD oder Vertragkarte abspeisen können, um was zu zerstören. Ja, dann. Decke ich ihn jetzt auf. Ja. Dann deckst du ihn jetzt einfach auf. Ach ja, und alle kriegen 1000 Attacke im Gegnerzug. So, und Spoiled Angel. Oh, welche Überraschung. Und jetzt wird er sich garantiert keine Panik raussuchen. Nö, bestimmt nicht. Oder warte, war das überhaupt Panik? Der. Ich hab die Namen nicht mehr richtig im Kopf. Panik ist der zubuckt. Ja, aber der buckt doch nur auf, wenn er seins dafür aufdeckt. Ja. Und er hat nichts Verdecktes. Trotzdem. Er wird doch gar nichts Verdecktes, also dann mit einer Panik. Ja, vielleicht so, dass ich auch ein Vanish. Das würde mehr Sinn machen. Oder die Villa. Oder eine Pause? Na gut, ist jetzt sogar gar nicht mal falsch, weil ich jetzt den Spoiled Angel nicht mehr angreifen kann. Außer ich aktiviere den Twin Twister. Ja, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Also ein bisschen hochheilen. So, dann Twin Twister, wir haben das mal über den Haufen. Das war nicht richtig, ich hätte erst den letzten Nekroschleim raussuchen sollen und den abschmeißen. Das war schon okay. Wir können preparen und schon mal den Wirbelschleim suchen. Weil wir können aktiv jetzt eh nichts machen. Wir suchen. Da. Oder den Nekroschleim. Ja, wie gesagt, wir hätten einfach den Nekroschleim suchen und dann abschmeißen sollen für den Twin Twister. Wir suchen tatsächlich einen Nekroschleim. Aber halt jetzt noch nichts machen damit. War das wenig abgeschwemmt? Jetzt gucken wir nochmal, was wir das im Grave haben und so. Wir haben noch ein Thomas im Grave und sonst nichts. Das heißt, warte, ich mache jetzt das hier, zerstöre das und renne einfach für volle Pulle rein. Und mach dann noch den Metal drauf. Mit den beiden. Ja, wir, ja. Das jetzt erstmal. Dir ist natürlich schon klar, dass der einiges an Kampfabwehr liegen hat, ne? Ja, er hat den Jackfrost auf der Hand, das weiß ich. Er hat sich vorhin den Lantern gesucht, keinen Jackfrost, aber egal. Nee, Jackfrost hat er sich auch gesucht. Ach so, ja, hat er beide. Ah, und den Speck hat er natürlich auch noch gehabt. Okay, soviel zum Thema Damage pushen. Scheiß drauf. Klappt gegen Ghost Trick nicht, dass wir den Damage pushen. Das können wir jetzt aktivieren. Für die letzte Olle, ja. Können wir auch lassen. Ja. Einfach angreifen. Ja. Den nächsten Angriff schenke ich mir, glaube ich, sogar. Ja. Nee, doch, wir müssen deine Handtraps rauskriegen. Ja, aber wenn wir die einfach nicht setzen, dann muss er irgendwas machen im nächsten Zug.
Ich will die Rohan schon rauskriegen, aber ich will nach dem Rauskriegen von den Händlern auch einen Angriff übrig haben. Darum geht's mir. Da kommt noch der Jack Frost. Eben. Gut, dann lass es. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt mit dem einen angreife, darauf kommt die Handtrap und liegt dann auf dem Feld. Und dann greife ich die an. Und auf den direkten Angriff kommt ja nichts. Also auf den Monsterangriff meine ich, sondern nur auf direkte Angriffe. Außer der Top deckt den Terror-Top. Der Taketomok ist aber raus. Außer einer von den Oshis, die mit zwei Taketomok spielen. Nö. Was da verdeckt liegt, wissen wir ja. Mhm. Okay, das wissen wir nicht, was da liegt. Wahrscheinlich die nächste Nageldecke. Ja, Stimperface Nageldecke. Mhm. Na komm, mach's. Oder auch nicht. Dann heilen wir uns mal weiter hoch, ne? Es ist so dumm. Wir würden gewetten, alle auch nicht liegen. Wir wären schon so tot jetzt im aktuellen Zeitpunkt. So. Wir können die Nageldecke umgehen, wenn wir ein Flare Metal holen oder sowas. Und die andere Karte wissen wir ja, was da liegt. Was haben wir an Rang 8 dann hier drin? Upbringer und Kali Yuga. Mhm. Wenn wir es bis zu dem schaffen, haben wir ein ganz gutes Board. Bis zu dem schaffen wir es. Also die Nagel kann er jederzeit aktivieren, wenn eine liegt. Ja, dann würde ich sagen, overlanden wir jetzt erstmal zum Flare Metal. Und dann? Dann haben wir schon mal ein Monster weniger, da kann er schon mal die Nageldecke nicht mehr machen. Ja, dann greift er den Terror-Top an. Ja. Laufen kann er die andere Falle nicht aktivieren. Ja. Okay, warte. Moment. Wir können das machen, dass sie abschmeißen, einfach die zerstören. Mhm. Sommer? Ja. So. Okay, Main 2. Wir holen ihn alle ja auch wieder. Swirl Slime, wir suchen. Nein. Einfach nur Vertrag, wir suchen unseren Swirl Slime. Stimmt, aber ich mach den Vertrag. Und go. Gut, nehmen wir nicht zu ein bisschen Schaden, aber ich glaube, das können wir uns leisten. Ja, doch. 15.000 Lebenspunkte. Passiert. Gut, nochmal 500 Schaden. Mhm. In dem entscheidenden Zeitpunkt können wir einfach den Vertrag aktivieren. Jetzt wird dann alles zugebucht, dagegen können wir nichts tun. Ist dann wieder Schaden gemacht? Ah ja, Maria darf was specialen. Mhm. Das ist halt gar nicht mal so doof. Die Kombi ist gar nicht mal dumm, das ist richtig. Aber wir können jetzt halt den Vertrag aktivieren. Richtig. An dem Zeitpunkt, wo was Ekliges kommt. Was soll da jetzt kommen? Also das soll da jetzt kommen, was bereits in diesem Zug nervig wird. Jiangshi, toll. Die verdeckte Karte kennen wir ja, das war diese Ghost Trick Pause. Da schießen wir End of Turn trotzdem drauf. Ah, er will was mit Stufe 3 aus dem Deck beschwören. Soll er machen, kann er im nächsten Zug machen. Na, er darf jetzt aus mit Stufe 3 beschwören. So, und wir würden gerne mal.
Das können wir auch noch in seinem Zug machen. Die Pause kann er jetzt auf die Zerstörung seiner Viecher aktiviert. Also ich denke, dass das nichts anderes ist. Es muss die Pause sein, was denn sonst? Wir würden das eh machen, weil wir den Swordslime von der Hand eh nicht aktivieren. Ja, gut. Wir wollen den Grave-Effekt vom Swordslime. Na bitte, sag ich doch. Also da liegt der Sensenmann. Na gut, oder so. Hab ich eigentlich... Hoppla. Die Auto anketten an. Ich glaube, es hackt. Mhm. So. So, und jetzt möchte ich gerne mal Lancelot durchlesen. So, Lancelot. Den Lancelot, den wir im Extra-Deck haben. Ah ja, genau. Das war das. Damit können wir nämlich direkt reinlatschen. Ja, und? Ja, den bauen wir jetzt. Warum? Der annulliert uns nur unseren Flare Metal. Nur unsere Verträge. Der annulliert den ersten Effekt in jedem Zug. Stimmt, das und heißt, der Effekt von Flare Metal ist immer ein Reaktionseffekt. Das heißt, wir machen jetzt erst den Vertrag. Genau, und suchen uns den nächsten Ragnar aus. Machen dann den Wirbelstand im Friedhof. Genau. Den hier? Ja. In den Effekt. Holen den zurück. Ja. Nein, nicht den einketten. Mir fällt gerade auf. Hm? Wir könnten auch, mach mal. Ja. Wir könnten auch irgendwas anderes bauen, fällt mir gerade auf. Auf Harbringer oder den hier halt. In dem der Effekt dafür sorgt, dass in diesem Zug keine Effekte mehr aktiviert werden können. Ja gut, das ist ja wurscht. Nee, aber wir bauen jetzt tatsächlich. Wir bauen jetzt einen Lancelot, ja. Wir bauen einen Lancelot. Und greifen direkt an. Genau, dann greifen wir jetzt mit dem Lancelot direkt an. Und danach mit dem Flare Metal den Sensenmann, damit der nicht nervt. Nein, wir greifen natürlich nicht den Sensenmann an, wir greifen die Puppe an, die dir alles zubuckt, weil die nervt. Aber nicht kurzfristig. Ist erstmal Lancelot. Der Sensenmann wird doch eh annulliert. Willst du direkt angreifen? Ja, bitte. Das erste, was passiert, wird annulliert. Das muss nicht der Sensenmann sein. So, Jack Frost, das war klar. Überraschung. Mhm. Aber genau das Problem. Er wird annulliert, nicht zerstört. So, und jetzt latscht er in die... Dann latscht er nicht in die Puppe rein. Dann latscht er tatsächlich in das Skelett rein. Sag ich doch. Ja, ist ja wurscht. Und mein 2, glaube ich, können wir noch mal mit dem Necroslam noch schnell die dritte Orleor basteln. Ja. Hätten wir auch vorher machen können. Mhm. Dann wäre jetzt noch die Jiangshi weg gewesen. Richtig wäre es gewesen, zuerst mit dem Flare Metal die Puppe anzugreifen, weil dann der Effekt raus gewesen von der. Und dann jetzt mit dem Lancelot direkt. Ne, jetzt annullieren wir einen von den beiden, Popo oder Jiangshi. Einer von den beiden wird annulliert. Oh, der macht gar nichts. Dann wird als nächstes unser Vertrag annulliert. Ja, dann wird der Effekt annulliert, dass er ihm 1000 Schaden schießt. Ja, aber dann ist halt das Material verböllert, das meine ich damit.
Von Nigel, wenn er jetzt. Ja gut, dann wird das jetzt annulliert. Na gut, okay. Dann bin ich einverstanden mit. Der Search war ihm wohl wichtiger als die Puppe. Mhm. Dullahan. Ich habe immer noch den Vertrag mit der Hexe. Mhm. Ja, dann schießen, ne? Nee, voll okay. Wenn er jetzt reinlatscht und einen Effekt macht, dann können wir immer noch schießen. Stimmt. Wobei, den Lancel kann er meinetwegen zerstören, der hat seinen Job gemacht. Den hätte ich aber gerne noch. Aber jetzt schießen wir trotzdem noch nicht. Wir können schießen, wenn er in die Battleface geht. Richtig. Den können wir jetzt kaputt schießen. Richtig. Anders ist gegessen wieder ein Search. Den hätte er so oder so bekommen. Stimmt auch wieder. Kriegt übrigens wieder 500 Schaden. Das stimmt. Der Flamet macht halt echt einen guten Job, muss ich mal sagen. Ja, war wichtig, den so früh zu bauen. Na gut, die Pause wieder. Die ja wieder schießen, wenn er eine Force aktivieren kann. Ja. Was er da wohl Unbekanntes gesetzt haben könnte. Oh. Ja, gut. Jiangxi, nochmal 500 Schaden. Mhm. Wenn er die jetzt gleich verdecken will, verliert er doch mal 1000 Lebenspunkte. Mhm. Das wird gerade echt kritisch für den, mal so am Rande gemerkt. Ich glaube, ich zerstöre die Pause gar nicht, weil wenn die zerstören, mach doch. Kriegst halt noch mal Schaden. Den lässt er gleich liegen. Okay, da müssen wir jetzt aber trotzdem erstmal schießen. Weil da verdeckt wahrscheinlich nicht eine Quaking liegt. Richtig. Ansonsten hätte er die Puppe nicht offen gelassen. Weil wir präsentieren hier Liefel. Genau. Deswegen müssen wir jetzt erstmal auf die Verdeckte schießen. Wenn wir die Pause erwischen, dann greifen wir nicht an. Unser Flamethrower kann übrigens nicht durch Effekte zerstört werden, Kollege. Ja, ist richtig. Gut, wir nehmen sie da Schaden, aber von mir aus. So, dann suchen wir. Jetzt, was haben wir alles im... Ja, nächster Wirbelschleim, hätte ich gesagt. Oder Leonidas. Haben wir noch einen Swordslam im Grave? Nee, den haben wir verbannt. Wobei, da ist vielleicht noch einer drin. Nee, doch nicht. Doch, wir haben doch gerade einen abgeschmissen. Ja, dann aktiviert gleich. Stimmt, der zweite war das. Stimmt, ja, da haben wir noch einen im Grave. Dann machen wir den Ragnaros. Ragnarok. Ja. Und ja, Effekt. So, du holst dich zurück. Und er holt ihn hier zurück. Oder ihn. Thomas. Ja. Falls ihr wurscht ist. Mhm. So, mal gucken, wie viel Effekt er sich jetzt traut. Zwei hat er, bis er tot ist. Halt! Hm? Da kann immer noch eine Burying liegen. Glaube ich aber nicht. Da muss die Pause liegen. Ich meine, sonst hätte nein, die Pause... da muss die Pause liegen, genau, weil er auf der Hand einen Spectre hat. Dann nehmen wir mal. Dann können wir angreifen. So, mal gucken. Komm, aktivier doch Effekte. Darauf kann er ja nicht. Ja, aber er kann das jetzt gleich machen. So, möchtest du Jiangxi aktivieren? Kostet dich 500. Das Duell zieht sich hier gerade. Ja, es ist gegen Ghost Chick. Was erwartest du?
mit Nageldecke. Oh! Hm? Ballsy, ballsy. Jack Frost, ja. Wow, der rettet dich. Eigentlich ja nicht. Putz. Das sind nochmal 500. Also technisch gesehen ist er tot. Ja. Warum bist du übrigens mit All the Order reingelatscht? Weil ich eh nicht mit einem direkten Angriff gerechnet habe, deswegen. Ja, aber er kann jetzt zwei Spoiled Angels, glaube ich, wiederholen. Im Grave, oder? Jetzt ist er tot. Warum hat er den Spectre gemacht? Dachte, das geht einmal pro Kette oder was? Ja, aber der Grund, warum ich das meinte, war, weil ich dachte, er holt sich zwei Spoiled Angels und brauchst du die beiden 2800er Beatsticks, um in die beiden Spoiled Angels reinzuarschen. Deswegen meinte ich, dass das keine so gute Idee war, mit Spoiled Angel anzugreifen. Ja, gut, stimmt. Also, was? Mit Orléans anzugreifen. Das macht mehr Sinn. Mal kurz, nicht hochkommt, nur was? Der hat auch einen Effekt gehabt, dass wenn. Wenn er 10 Materialien hat, nee, der andere Effekt. Ja, das war der Dolan-Effekt, nicht der von Spoiled Angel. Egal. Sieg, bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Wir haben zweimal Garmesiel, dreimal Ragnarok. Ich will aber Ragnaros sagen wegen Hearthstone. Zweimal Thomas, zweimal. Wie heißt der Radian? Ein Leonidas, ein Baphometen. Zweimal Maxi, dreimal Worldslime, dreimal Necroslime. Drei Kepler, zweimal Allure. Ein One-for-One, Trade-In, zweimal. Dann zweimal Wow bist du. Ein Foolish, zweimal Kaiju Slumber. Zweimal Twin Twister, dreimal. Vertrag mit dem Tor, zweimal Vertrag mit dem Sumpfkönig, ein Vertrag mit der Hexe. Extra Deck haben wir ein Cäsar Ragnarok, dreimal Orléans. Ein Genghis. So spricht man ihn übrigens aus, auch im Englischen. Von Genghis Khan. Hm. Nicht, wie sprichst du denn immer aus? Ja, er hieß zuerst Kev, das steht auch auf dem doch auf dem Printer immer noch drauf. Nein, da steht Genghis bei mir, das ist ein G, kein T. Ja, da spricht man auch Genghis aus, weil es wie gesagt von Genghis Khan kommt. Ja. Ein Kali Yuga, ein Hope Harbringer, ein Lancelot, ein Flare Metal, ein Big Eye. Cäsar, ABC, Blue Eyes, Crystal Wing und Tree Toad. Oder Totally Awesome. Halt für hier, Kuyo Sakura. Und theoretisch kannst du Tree Toad auch selber basteln, wenn du mal irgendwie zwei World Slimes aus Feld bekommen solltest, oder? Nee, Quatsch, war ein finsternes Monster. Das wäre ein Wassermonster, weil Schleim hat mich, na egal. Ist auf jeden Fall fürs Kuyo Sakura da, weil so viele extra Deckplätze brauchst du ja nicht mal. Ja. Also. Das Deck ist natürlich noch nicht mal im Ansatz so stark, wie es mal wird. Weil da kommt noch einen ganzen Haufen scheiß Dreck. Gut, vor allem kommt eigentlich. Erst hier kommt die Lamia. Es kommt die Lamia. Ja, die Lamia. Und es kommt noch Siegfried als anderes Bossmonster. Aber den Rest haben wir. Ja, aber das sind da gerade die Sachen. Oder vor allem die Lamia halt. Ja, die Lamia ist eigentlich das Entscheidende. Auf die Lamia warten wir noch. Was mir auf jeden Fall fehlt, ist irgendwas, um Trishula zu bauen, weil dieses Deck ist eigentlich großartig im Trishulas bauen. Und da fehlt mir jetzt spontan halt eine Glow-Up, weil das normalerweise so das Beste ist, um Trishula zu bauen. Eventuell noch ein Jet-Synchron. Irgendwie sowas halt, irgendein Einsatz-Tuner, den man gut aufs Feld bekommen kann. Und dafür finde ich die Kaiju-Engine nicht so dolle. Und ich würde nur einen Sumpfkönig spielen. Weil du ihn eh raussuchen kannst. Ja. Wow bist du? Ist und so häufig machst du ihn, und so häufig benutzt du den Sumpfkönig auch nicht, weil du die Schleime hast. Ja. Also, wow bist du? Ist, denke ich, eine okay Idee. Vor allem, wenn du Orléans liegen hast und den Schadenfehler einfach ignorierst, bis du dich um 2000 Punkte heilst. Ja, es kommt jetzt nicht so häufig. Also, das Ding ist halt für eine First-Turn-Kombo ganz gut, aber bei mir auch nicht. Und dieses Deck kann leider First-Turn keine so krassen Kombos hinlegen, wie es OCG-DDD kann. Und das ist gerade aktuell halt besonders nervig, weil wir aktuell in der First-Turn-Meta sind. Ja. Also, das Deck ist schon ziemlich gut darin, Leute zu verhauen.
Wie ein Kumpel mal meinte, der dieses Deck spielt, irgendwie habe ich gerade schon wieder ein Turnier damit gewonnen. Ich weiß nicht, wie dieses Deck das macht. Aber es klappt irgendwie. Weil Gründe. Ja, das war damals in Hearthstone beim All Rogue ja nicht anders. Du hast irgendwas gemacht und da war der Gegner auf null, obwohl auf den ersten Blick gar nicht mal so viel Schaden da war. Ja. Also hier auch, du kannst halt Trishulas basteln und Trishula ist eine gute Karte. Aber dann sieh halt auch wirklich zu, dass du die Möglichkeiten reintust, Trishula zu bauen. Ansonsten ist das Deck aber ziemlich stabil. Ansonsten habe ich jetzt am Extra-Deck mal spontan nicht so übertrieben viel auszusetzen. Ich würde vielleicht einen zweiten Jinx, ja doch, ich würde vielleicht einen zweiten Jinx spielen. Das One Da. for One, ja, kann man machen, weil man halt unbedingt den Vertrag haben möchte. Also Dafür ist Kepler gut. Vertrag mit dem Tor. Und damit ist Kepler da. Er sucht die Suchkarte. Ja, der eine Baphomet muss man in der TCG-Version aktuell noch spielen, um halt Rang 8 oder so bauen zu können. Ja. Wie gesagt, ein paar Kaijus finde ich jetzt nicht komplett tragisch, aber ich würde nicht mit Slumber spielen. Einfach halt ein paar Kaijus für den Tributeffekt. Ja, ich würde einfach nur drei Gamesia spielen und passt schon. Ansonsten zwei Alua, zwei Traden, denke ich, ist ganz okay. Wahrscheinlich ist aber besser, auf drei Alua zu gehen. Wenn du die Kaijus kattest, hast du den Platz ja auch. Ja, kannst auch drei Radiant ansonsten spielen, wenn du sagst, du hast sonst wenig Darkness-Monster. Ja. Anstatt von drei Gamestien kannst du ja auch machen. Ja, gut, die 200. Nee. Ach, 2008 hat der, ne? Ja, egal. Trotzdem, den kriegst du kaputt. Ah, das ist ja nicht das Ding. Ja, ansonsten ist das auf jeden Fall relativ solide. Das Deck kann halt irgendwie Sachen machen und Leute töten. Und im Und ja. Match kannst du den guten Ryu zum Heulen bringen. Ja, Dark Loros, Cherry. Vayla, ja gut, das ist so halbwegs ernst gemeint und halbwegs nicht ernst gemeint, nehme ich an, weil System Down spielst du sicher nicht Main Deck. Ja. Also. Den Vertrag mit Fehlern. Den finde ich einmal im Board eigentlich ganz gut. Gegen Paläozoisch ist ein schönes Fick dich. Oh ja. Hier, Mind Crush ist nicht so dolle. Es war's mal ab. Und statt den Schwertern würde ich Book of Eclipse spielen. Ist besser. Weil Schnelleffekt. In diesem Fall besser. Muss ich immer. Ja, um Boards halt zu outen. In irgendeiner Form. Doch, das ist Richtig. Book of Eclipse besser. Natürlich solltest du das Board dann auch tatsächlich aufräumen, ansonsten zieht der Gegner ein bisschen Karten. Das ist sonst doof. Das, ja. Das vergessen manche Leute. Book of Eclipse hat so einen dämlichen Nebeneffekt. Sonst wäre es ein bisschen gut. Ja, dann wäre es echt gut, aber ist es halt nicht. Ja. Ach du, am Freitag im Turnier hat das ein Kollege von mir schlicht vergessen. Also der Gegner hat ihm mit Book of Eclipse das Board zugebuckt, zwei von den Monstern wurden End of Turn wieder aufgedeckt und die haben schlicht beide vergessen, dass der ja die Karten ziehen darf. Was hat denn der Richter gesagt? Der Judge gesagt? Und da sind die erst nach dem Duell draufgekommen. Ach so. Und dann? Ja, dann hatte der andere schon verloren. War es zu spät. Vergessen halt. Passiert. Wie auch immer, das Deck kriegt 12 Punkte, so wie es ist. Ja. Und ja, wir geben am Deck eine Bewertung. Wer hätte es gedacht? Ja, wie gesagt, 12 Punkte hierfür. Wenn ihr ins Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Thank you.